Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Juve in dem American Vorbereitungsturnier. Wenn wir die nächsten zwei Siege einfahren und gegen Manchester United gleich noch spielen, dann können wir das Ding noch gewinnen. Das letzte Spiel bzw. gestern in der Folge ist ja unentschieden ausgegangen. Es war defensiv wirklich stabil, offensiv sehr, sehr mau. Also, ja, ich hatte auch Mukoko nicht drin, der wird auch jetzt erstmal auf der Bank sein. Das wird übrigens die Startformation werden. Offensiv lasse ich alles so, außer dass Cherki und er wieder in die Startelf rückt und Emery auch. Genau, hoffen wir mal, dass offensiv jetzt ein bisschen mehr kommt. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um noch den Cup zu gewinnen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Das ist die Aufstellung von Juve höchstwahrscheinlich. Sesko kennen wir aus Leipzig. Auch viele junge Spieler dabei, ne? Colli, Mora, ja, bin ich mal gespannt. Let's go. Auf geht's. Brauchen Sieg, um weiterzukommen. Juve hat ja schon das erste Spiel gewonnen. Ja, auf geht's. So, Castro. Colombo startet, aber läuft dann halt nicht wieder mit. Muss es Castro halt alleine machen. Ja, das ist zu harmlos. Hardy macht das eigentlich stark. Der Junge muss helfen. Castro wieder. Sieht, dass Colombo startet. Ey. Oh, das müsste eigentlich das 1:0 sein. Tell, das gibt es nicht. Guck mal, was wir für Chancen liegen lassen. Das meine ich mit Offensive einfach zu harmlos. Das ist fahrlässig. Das ist doch ein Foul gewesen, oder? War das nicht... Ja, da, der Rempler. Das ist doch ein Foul. Also... So, Tell. Oh, stark. Tell. Jetzt macht er es. Überragend von Tell. Wirklich überragend. Was für eine geile hier. Die Ballmitnahme ist Weltklasse. Der Abschluss ist gut. Mit rechts. Ja. Wichtig. Die Führung ist auf jeden Fall verdient. 1:0. Tell. Und er zeigt sich. War ja im letzten Spiel eben, also in der letzten Folge nicht ganz so auffällig gegen Aston Villa. Aber hier macht er ein gutes Spiel. Hardy, stark. Ah! Ja, und das ist das nicht das 1:1 Wort. Ich dachte. Was macht... Hä? So, Colombo, jetzt auf Jung. Der ist halt schnell. Legt sich aber den Ball zu weit vor. Mann. Das kann nicht sein. So, Halbzeit. Wir führen 1:0. No. Castro startet, kein Abseits. Das ist wunderbar gemacht. Castro macht das gut, trifft den Ball eigentlich gar nicht so gut. Aber er macht 2:0. Ja, er trifft ihn eigentlich gar nicht so gut, aber halt ein bisschen überraschend. Doppelwechsel nochmal. 2:0, das müsste jetzt eigentlich wirklich ein Sieg sein. Wenn hier nicht noch ein größeres Wunder passiert. Oh, vorsichtig, Meier war noch dran. Überragende Parade. Wieder abgefälscht, vorsichtig. Oh, Ballgewinn, stark. Mokoko, den ich jetzt eingewechselt habe. Überragender Ball da von Meier. Mokoko müsste das 3:0 machen. Ja, ist auch wichtig für die Tordifferenz nach dem Eckball. Und das ist halt Mokoko. Deswegen, da gab es übrigens ein Angebot von Juve für 283 Millionen. Nehme ich natürlich nicht an, weil der Mokoko oder ist für uns im Moment nicht wegzudenken. Trifft fast in jedem Spiel. Der ist unser absoluter Starspieler und unsere Torgarant. Definitiv. Auf Balde. Stark. Ferreira. Boah. Guter Spielzug da. Pino. Eckball. Boah, Latte, was? Ich wollte gerade sagen, lass den Ball doch durchgehen, aber
Nochmal eine gute Chance da. Pino jetzt nochmal mit dem Eckball. Auf Kaminski wieder Latte. Stark. Und Ferreira probiert es da nochmal. Oh, stark. Oh, guter Ball von Moukoko. Ferreira müsste den machen. Und er macht den nicht. Stark. So, Pino. Juve ist jetzt ja, weit aufgerückt. Und Pino müsste jetzt eigentlich... Na, das meine ich mit Chancenwucher. So, jetzt nochmal Juve. Pato macht das stark. Ja. Gibt aber einen Einwurf nur. Glück gehabt. Wenn wir Glück haben, jetzt zwei Spiele hintereinander zu null, gab es auch selten. Ich will es aber noch nicht beschwören, weil ihr kennt mich oder kennt das Spiel. Ja, Schiedsrichter pfeift hier noch nicht ab. Und kaum sage ich, spreche ich es an. Ja, es ist wieder so typisch. Sorry. Also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig. So, das Spiel gewinnen wir. Ja, Gegentor. Hätte nicht sein müssen. Ist es aber. Ist ja wieder nur ganz normal. Man kennt EA. So, Leute, kommen wir jetzt zum Spiel der Entscheidung. Zum Glück spielen wir gegen Manchester United. Wobei Manchester City ist auch noch. Oh, wir müssen hoffen, dass die verlieren, weil sonst können wir das Duell bzw. den Cup nicht gewinnen. Das hier wird unsere Startformation. Und Leute, ich will euch kurz einmal was zeigen. Wir werden bald verkaufen, aber gucken mal, wen wir hier haben. Oscar Toledo hat ein Potenzial von 91 zu einer 94, ist 16 Jahre alt, kommt aus Bolivien. Habe ich da irgendwie entdeckt. Der wird auf jeden Fall der Nachfolger. Balder hat schon Angebote bekommen, jetzt liegt es nur noch an ihm. Und wir haben ja auch relativ gute Außenverteidiger. Ich will euch das einmal kurz zeigen. Genau, wir haben einmal Flavo Angelo, der wirklich sehr, sehr gut spielt. Dann haben wir, Balde für links, dann könnten wir Toledo halt holen aus der eigenen Jugend. Und für rechts haben wir Moretti und Jung, also äußerst gut. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das Spiel. Startformation habt ihr ja gesehen, Vorbrich gucken wir uns ja schnell auch nochmal an. Oh, Haaland, nee, Haaland spielt er nicht, aber Sancho, Reiner, also... einen guten Kader. Sünde spielt er übrigens auch. Let's go. Gut. Gehen wir rein. Ich würde sagen, Manchester United ist der leichte Favorit. Auf geht's. Reiner. Moretti. Oh, da ist Castro. Und der macht das 1:0. Stark. Guter Spielzug, aber auch gute Balleroberung. Und dann geht es halt schnell. Güler macht einen guten Pass. Und Castro. Ja. Richtig guter Schuss. 1:0. Verdiente Führung. Castro jetzt mit 2 Toren in der Vorbereitung. Oh, stark von Angelo, wollte ich gerade sagen. Und dann verliert er den Ball. Peters, HD. Oh, Meier ist da. Und wieder Castro. Wieder Castro. Überragend. Und Castro. Oh, beinahe das 2:0. Es ist Onana, ne? Ist Onana am Tor. Peters. Der kann ja aus so einer Distanz schießen. Stark. Macht ein gutes Spiel. Oh, Peter, stark. Oh, Angelo macht das einfach stark. So, Castro könnte da jetzt wieder starten. Castro auf Colombo. 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 Abgefälscht, aber... Friedrich, Güler und Onana hat ihn. Ich hatte ein gutes Stellungsspiel, muss man schon so sagen. Oh,
Oh, Glück gehabt. Angelo, schade. Gibt es hier nochmal einen Angriff? Nee. Geht erstmal in die Pause. 1-0, das ist verdient. Also wir machen ein echt gutes Spiel. Manchester United wurde jetzt gegen Ende mal ein bisschen gefährlicher, aber hat noch nicht für ein Tor gereicht. Oh, stark von Ferreira. Macht das gut. Der Abschluss ist aber halb so gut. Oh. Ja. Meier hat ihn. United wird jetzt stärker. Möchte natürlich einen Ausgleich unbedingt haben. Wir versuchen. Oh, Meier wieder so eine überragende. Wird halt nicht viel gefordert, aber wenn er da ist, ist er halt da. Onana ist jetzt mit vorne. United setzt jetzt hier alles auf dieses Unentschieden. Und wenn wir es gut spielen, können wir jetzt von der Mittellinie das Tor schießen. Komm. Wie kann sein, dass Onana schneller ist als Pino? Also, das habe ich auch noch nie erlebt. Onana ist schneller als Pino. Also, da seht ihr doch schon mal, dass hier einiges nicht stimmen kann in diesem Spiel. So, wir gewinnen zwar, aber es regt mich halt schon wieder auf. Also, kann doch nicht sein, dass ein Torwart schneller ist als ein linker Flügelspieler. Also, Pino ist nicht langsam. So, wir gewinnen das Ding. Ich weiß nicht, ob wir den Cup jetzt auch gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie viel City gespielt hat. Auf jeden Fall sind ungeschlagen aus dem Turnier rausgegangen. Mit einem Gegentreffer nur. Haben zwar auch nur 4 Tore erzielt, aber ich glaube, das Ding haben wir nicht gewonnen. Sonst würde es jetzt eine Siegerehrung geben. Ich glaube, City hat das Ding gewonnen. Wir können gleich mal gucken. Gut, Leute, das ist der Transfer. Die Bestätigung, guter Preis. Alejandro Balde verlässt jetzt. Lustig. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.